Ihr habt auf dieses Video geklickt, um mich mal wieder komplett leiden zu sehen. Ich habe tatsächlich aber ein sehr gutes Gefühl bei dieser Folge. Es ist immer wieder schön zu sehen. Das hier ist eine neue Rekordfolge, denn wir nähern uns der 2000-Euro-Marke, die ich für Bestellungen auf Fiverr ausgegeben habe. Denn ich habe mal wieder 4 Leute beauftragt, mir etwas Besonderes zu machen. Alle haben den exakt gleichen Auftrag bekommen, nur mit dem Unterschied, dass diese 4 Bestellungen 4 verschiedene Preiskategorien sind. Und zwar einmal 20 Euro, 150 Euro, 300 Euro und, festhalten, 1250 Euro. Und zwar ist mein Wunsch, dass diese 4 Personen mit Vorlage dieser Map, ihr werdet es wiedererkennen, das ist angelehnt an mein Craft-Deck 11 Building, ein riesiges Steinloch, in dem man eine Menge Möglichkeiten hat, eine coole Sache reinzubauen. Und zwar war der Auftrag, dass sie nämlich dort eine Mega-Base mit kompletten Freiheiten dort reinbauen sollen. Das Thema dieser Konstruktion können sie frei wählen. Eine Nether-Mega-Base, eine End-Mega-Base, eine Ozean-Mega-Base oder was auch immer. Ich möchte heute unbedingt kreative, innovative, besondere Sachen bekommen. Denn ihr wisst selber, in dieser Serie haben wir nicht immer so super Sachen bekommen. Also wie zum Beispiel damals Texture Packs. Oder 20 Euro, was ist das? Intros. Challenges. Ich dachte, mich erwartet ein cooler Randomizer. Endbosse 1.0. Wer bist denn du? Endbosse 2.0. Oh nein. Die Elder Guardians. Okay, die Erinnerungen kommen gerade ein bisschen hoch. Heute wird alles anders. Und an dieser Stelle würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr auf diese Episode einen Like da lassen würdet. Abonniert diesen Kanal, damit wir bald die 1,6 Millionen Abonnenten knacken können. Schreibt in die Kommentare, welche Bestellung euch am besten gefallen hat und welche eurer Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Hier seht ihr nochmal die Abrechnungen, dass ich das halt auch wirklich bezahlt habe. Und ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Sie sind da. Die 4 Portale, bei denen ich keine Ahnung habe, welche Map sich hinter dem Portal befinden wird. Ja, es könnte sein, dass ich gleich in eine Map gehe, die mich eigentlich 1250 Euro gekostet hat, aber ich nicht weiß, dass sie das ist. Es ist immer ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl in diesen Videos. Ein ganz merkwürdiges Bauchgefühl, das mich begleitet. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass euch diese Videos so gut gefallen. Ich will euch gar nicht weiter groß volllabern. Wir gehen in Map Nummer 1 in 3, 2, 3, 2, 1, swap. Und wir befinden uns auf schon mal eigentlich ganz coolen Blöcken, nämlich Full Oxidized Copper Blöcken. Ich sehe Dark Oak Logs und Smooth Quartz. Smooth Quartz seit Craftech 8 kann ich diesen Block echt nicht mehr so richtig sehen, aber das sieht für mich auf den ersten Blick erstmal nach einem Mega-Building aus. Also, ich habe den noch allen auch Zusatz geschrieben, dass es Pluspunkte gibt, wenn man in dieser Base auch wirklich leben kann. Wenn es ein Kistensystem gibt, wenn man Platz hat, um seine Sachen unterzubekommen. Ihr wisst selber, wie so eine Base in Minecraft auszusehen hat. Aber was mir immer mit am wichtigsten ist, ist ja auch gewissermaßen die Ästhetik. Das soll ja nach was aussehen. Hier haben wir einen riesigen Globus, besser gesagt eine Weltkugel, die gehalten wird vom, naja, von einem Baum. Einem Baum des Lebens. Man kann halt hier sehr, sehr, sehr gut erkennen, dass das Ganze mit World Edit gemacht wurde. Das sind hier die klassischen Brushes, ihr wisst, was ich meine, wo man immer wieder diese Kugeln so pup sich erzeugt. Ist aber erstmal ganz gut, denn der große Vorteil, deswegen mache ich das halt auch jedes Mal, dass ich den Leuten mittlerweile auf Fiverr immer was vorgebe. Sprich jetzt das große Loch, weil dann können sie keine geklauten Maps halt eigentlich hier verwenden. Oder besser gesagt, es wird auf jeden Fall aufwendiger. Und das sieht mir hier ziemlich custom aus. Und zwar, wir haben erstmal einen Wasserfall, der sehr linear aussieht. Wir haben auf der anderen Seite eine große, ja, so eine Tube, eine Röhre, die das Wasser auf hier in so einen weiteren Abfluss so bringt. Und das ist gefühlt, boah, das ist metaphorisch gesehen. Der Baum des Lebens wird dauerhaft mit dem Wasser der Energie des Lebens gegossen und widerspiegelt damit das Leben. Auch hier oben habe ich gesehen einen, ja, also einen Vogel, einen Phönix. Generell wurde das ganze Loch auch mit nochmal Gras geterraformt. Ja, also ich weiß nicht so ganz. Ich weiß nicht so ganz, wenn ich das in Craft Attack so bauen würde. Ich glaube, ich würde von euch nicht so viele Props bekommen und nicht so viele Nachrichten von wegen, hey Basti, das ist ja dein bestes Building, was du aller Zeiten gemacht hast. Denn man darf nicht vergessen, wir haben hier halt nur Smooth Quartz. Das ist eine einfarbige, langweilige Wand. Das ist halt nicht so eine krasse Blockpalette. Das ist hier oben schon mal ein bisschen besser, dass zumindest ein bisschen Details aufgegriffen wurden.
Seid ihr dafür verantwortlich? Habt ihr das Geld eingeschnappt? Das heißt, man greift halt hier zum Beispiel das Holz-Theme nochmal in den Wänden auf und hat nochmal ein bisschen Blätter. Ich finde das aber auch mit den Tubes eigentlich ganz cool. Aber mir fehlte halt noch ein bisschen was. Ja, mir gefällt am besten halt eben die Mitte. Die ist wirklich cool und die generelle Idee ist ja auch unfassbar gut. Man hat halt eben mehrere Löcher, mehrere Ebenen und man packt dann halt in die Mitte so einen, naja, eine Weltkugel. Die, by the way, auch gut, also nachempfunden ist. Hier haben wir Nordamerika, das ist Kanada. Hier haben wir Alaska. Hätte ich jetzt jedenfalls gesagt. Dann kommt hier halt, ja, Südamerika zieht sich ein bisschen weit nach. Okay, das sieht nochmal aus wie Südamerika. Warte mal, haben wir zweimal? Wir haben zweimal Nordamerika. Ist ja auch komplett egal. Hier drüben haben wir den richtigen Eingang. Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus. Also ich mag die Kombination aus Oxidized Copper mit jetzt. Ja, das. Okay, das hat schon einen Vibe. Das hat wirklich schon einen Vibe. Aber das ist halt hier. Ausbaufähig. Es hat schon eine gewisse Wirkung. Ich finde es cool. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde aber an der Stelle sagen, das ist nicht das teuerste und auch nicht das günstigste. Ich würde hier mit 150 Euro gehen und da wäre ich vollkommen, das wäre vollkommen in Ordnung. Da muss halt jetzt auch am Ende nicht alles perfekt sein. Da können, es kann eine gute Inspiration sein. Bin aber gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und ich kann es kaum abwarten, Bestellung Nummer 2 anzusehen. 20, 300 Euro und 1250 Euro sind noch übrig. Wir gucken uns das Ganze an in 3, 2, 3, 2, 1. Okay. Sehe noch nicht viel. Das ist nicht schlimm. Wenn ich mich umdrehe, dann werden wir es sehen. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Alter, das sieht so gut aus. Ich liebe solche Bäume. Das geht halt leider nicht im Survival. Das ist halt mit gewissen Mods oder eben im Creative möglich, dass du Gras eben so platzierst. Aber überlegt mal, wie gut kann man Tannen damit aussehen lassen. Das ist, ich sag euch ehrlich, das ist die schönste Tanne, die ich jemals gesehen habe. Die ist so schön gebaut. Oh mein Gott, ich lieb's. Ich lieb's jetzt schon. Es ist ein deutlicher Unterschied zu sehen. Wenn man das vergleicht mit der vorherigen Konstruktion und zwar, das ist sehr gut, weil ansonsten fragt ihr euch, ja, was willst du denn noch haben? Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Hier haben wir allein nur im Wanddesign so eine viel, viel bessere Aufmachung mit einer schönen, abwechslungsreichen Farbpalette. Besser gesagt, Blockpalette. Denn wir haben einerseits Tiefe, dass der zweite Layer hinter diesem Stein, dem grauen Stein, Deep Slate ist. Wir haben Risse, die dem Ganzen halt einen dreidimensionalen Look geben. Und ich finde, das sieht super, super cool aus. Als würde dieser Berg halt wirklich eine richtige Struktur haben. Risse und eben das Natürliche, was halt so ein Berg an sich hat. Ich habe noch nicht mal so vieles hier gesehen, aber mir gefällt jetzt schon mal der generelle Grauton. Wir haben hier auch unter anderem Wasser mit eingebaut. Die Ringe sind richtig schön gegliedert. Hier oben haben wir mehr so einen Naturring. Alter, ich habe den ja noch nicht gar nicht richtig gesehen. Alter! Oh mein Gott. Guckt euch mal bitte ganz kurz diesen Shot an. Okay, ich bin mir sehr, sehr sicher. Wenn ich das in Craft Attack bauen würde, da würdet ihr mir sagen, Basti, hey, das ist eines deiner besten Buildings, die du jemals gemacht hast. Dieser riesige Baum, in dem sogar nochmal einzelne Häuser eingebaut sind, finde, passt unfassbar gut rein. Ich liebe die Holzart. Das ist Akazienholz, das einen sehr, sehr, das auch so einen gräulichen Look hat, das sehr gut zu dem Stein generell passt. Man sieht zwischen Akazie und dem Stein kaum so einen großen farblichen Unterschied und das passt so gut in das Theme. Und zwar wurde generell auch die gesamte Landschaft noch mit aufgegriffen. Wir haben hier überall auch nochmal wieder Grasbüschel. Alter, das sieht so gut aus. Das muss ich mir merken. Das müssen wir auch machen. Wie gut sieht denn bitte eine Landschaft aus? In Kombination mit Moos, wo es dann halt eben kein Gras gibt. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wir gehen jetzt hier nochmal einen Layer weiter unten und auf einmal haben wir hier Zivilisation. Wir haben hier einzelne Häuser mit richtig schönen Blöcken. Weiße Blöcke mit Mushroom-Stamps, mit Quarz, mit Birken, mit Diorite. Oh mein Gott. Und oh mein Gott, unten ist das Kistensystem. Oh mein Gott, okay, das ist halt wirklich, das hier ist auf jeden Fall so gut. Unfassbar gut. Mir gefallen die Häuser richtig gut. Hier könnte man seine Villager unterbringen oder könnte generell noch was auch immer einbauen. Wenn man hier unten langläuft, das hat so eine geile Wirkung, wenn man nach oben guckt. Dieser Baum ist so unfassbar mächtig. Und wenn ich jetzt halt diesen Ring nochmal weiter nach unten gehe, dann sind wir hier auf einmal im Lagersystem. Und das ist unfassbar schwierig halt umzusetzen, weil, naja, bauen wir halt ein Lagersystem rein. Ja, okay, wie? Aber das ist richtig gut. Wir haben hier unsere Villager auch direkt. Direkt die Farmer. Eine große Smelting Area. Na klar, man könnte normalerweise einen Super Smelter benutzen, aber das sieht schon einfach richtig gut aus. Haben hier integrierte Felder, damit die Fläche eben auch einfach genutzt ist. Man hat ja eben Platz. Hier unten haben wir das Nether-Portal, das wichtig ist. Wir haben hier unser Schlafgemach. Haben hier nochmal einen Full Enchanter. Jetzt der große Test. Es ist auch wirklich ein Full Enchanter. Und unten haben wir nochmal ein Loch. Und generell, wenn ihr euch fragt, ja, wie soll man hier denn langkommen? Man hat hier sogar eine natürlich eingebaute Treppe. Also, ich sag euch ehrlich, alle Kriterien erfüllt.
Kreativ auf jeden Fall. Base, ja. Lagersystem, alles ist da, was du brauchst. Blockpalette, Kreativität, Ästhetik, absolut getroffen. Ich liebe die Bäume. Unfassbar schön gebaut. Der riesige Baum, man hat einen Eyecatcher, der das gesamte Bild so krass aufwertet. Außenrum das Wasser. Also ich finde das hier richtig, richtig, richtig gut. Aber könnte man noch eine bessere Idee vielleicht noch qualitativ hochwertiger hier umsetzen? Also ernsthaft, Leute, ich sag euch was. Ich bin gespannt, was ihr erstmal dazu sagen werdet und welchen Preis ihr jetzt hier geben würdet. Ich kann diese Zahl 1250 Euro nicht richtig einschätzen. Und 300 Euro ist immer noch sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ich sag euch ehrlich, ich poker. Ich hoffe, dass wir vielleicht das noch einmal getoppt bekommen. Obwohl es mir sehr schwer fällt, noch etwas Besseres mir vorzustellen. Aber 1250 Euro. Lass uns hoffen, dass wir vielleicht bei den letzten beiden Bestellungen noch etwas Besseres sehen. Ich würde es mir wünschen. Ich könnte es mir vielleicht vorstellen, wenn wir irgendwie... Oh, ich weiß es nicht. Ey, lass uns bitte die vorletzte Bestellung. Bestellung Nummer 3 abchecken. Wir gucken uns das Ganze an in 3, 2, 3, 2, 1... Okay, es lädt hier eine Menge und ich habe das Gefühl, vielleicht war es die richtige Entscheidung. Ich sage euch ehrlich, ihr seht es auch oben links. Ist das der Schwanz eines Drachens? Bitte lass es. Oh mein Gott, es ist der Schwanz eines Drachens. Das ist ein Drache, Bro. Und das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, ich habe mich nicht verzockt. Ich habe mich nicht verzockt. Ich will mich noch nicht umdrehen. Bro, wer bist du? Boss! Junge, das ist eine Statue. Das ist aber kein Drache, oder? Ich bin jetzt in der Mythologie nicht so krass drin. Aber das ist irgendwie so ein... Also, das ist auf jeden Fall ein großes Monster mit Flügeln. Und unser Loch haben wir. Oh mein Gott, das ist die große Baum-Episode. Der nächste riesige, gigantische Baum. Und wir haben einen Tempel. Einen riesigen Tempel mit einer richtig schönen Farbpalette eingebaut. Mangrovenholz kombiniert mit anderen roten Akzenten. Dark Prismarine, das erinnert mich sehr an Craftwerk 10 und Stegi. Gigantische Steinwände, auch nochmal mit Mud Bricks, Andesite. Aber auch generell hier nochmal so vorstehende Sachen. Und ich bin hier noch ein bisschen verwirrt, was hier den Ablauf angeht. Dieser Baum, der trägt das gefühlt als Insel. Oh mein Gott. Und unten haben wir wieder ein Wasserbecken. Und die Wurzeln des Baumes richten sich wieder in Richtung des Lochs. Sie wollen zum Wasser. Alter, das ist echt eine Menge, was hier erstmal auf einen wirkt. Aber ihr seht alle daran, dass hier dieses Dorf ist, dass auch wirklich alle die richtige Map benutzt haben. Darauf bin ich schon mal sehr stolz. Das habe ich, by the way, bei der letzten Folge mit den Elder Gardens nicht erzählt. Es gab eine fehlerhafte Bestellung. Und zwar habe ich eine Bestellung doppelt bestellen müssen. Denn eine 500-Euro-Bestellung hat mir tatsächlich einen Elder Guardian in der Bedrock Edition geschickt. Deswegen, man muss immer wieder aufpassen auf Fiverr. Denn es könnte auch wirklich passieren, dass jemand mal wirklich diese vorgebaute Map, die ich dir halt dann schicke, gar nicht verwendet. Aber konzentrieren wir uns jetzt erstmal ganz kurz hier auf unseren krassen Tempel. Ich finde den so super schön gebaut. Es ist ein absolut große Props. Wir haben hier nochmal extra Gebiet mit nochmal einzelnen Bäumen. Und während man hier unten steht und nochmal blickt auf diese riesige Kreatur, das hat halt schon auf jeden Fall einen Vibe. Das ist auf jeden Fall unfassbar episch. Hier haben wir, ey, muss man auch natürlich anrechnen. Man hat sehr viel Platz, aber der Enchanter, der, naja, kein Full Enchanter ist, denn wir haben 5 Bücherregale. Abzug. Nein, ist vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier, ja, also, hier hat man die Crafting Area. Also, ich sage euch ehrlich, also jedes Mal zum Craften hier hinzugehen, ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Training. Hier hat man auf jeden Fall ein bisschen, naja, noch ein bisschen Platz für was auch immer. Vielleicht eine Bowlingbahn. Ja, ich kann euch ja, während ich hier nochmal hochkletter, nochmal fragen. Ein Like habt ihr schon auf dieses Video dagelassen? Wenn nicht, dann macht das sehr, sehr gerne. Und wir sind mittlerweile in unserem Lagersystem angekommen. Weiß jetzt nicht, warum das nicht in der Etage da drunter war, weil, also, naja, hier ist das Gefühl so ein bisschen reingeklemmt. Hier können wir noch ein bisschen lüften. Aber ja, ja, es sind Kisten da. Pluspunkte, muss man sagen. Das war eine extra Bedingung, die jetzt erfüllt wurde. Hier können wir noch mal ein bisschen verzaubern. Ja, hier haben wir noch einmal eine Doppelkiste. Und hier oben haben wir, naja, noch mehr Platz. Das, was man erstmal ein bisschen spät sieht, ist hier zum Beispiel nochmal so ein extra separater Turm, der jetzt nicht von innen befüllt ist. Aber generell muss man sagen, auch gigantisch viel Arbeit, super viel Aufwand. Und das ist definitiv keine 20-Euro-Bestellung. Würde aber ehrlich gesagt sagen, boah, ist das schwierig gerade zu sagen. Also diese, so eine riesige Kreatur hätte ich mir vielleicht beim Building davor auch gewünscht. Aber muss sagen, dass ich Bestellung 2, glaube, besser fand. Aber ist das hier am Ende vielleicht aufwendiger?
Der Baum sieht unfassbar gut aus. Ich finde die Idee, dass man hier so in das asiatische Thema geht, richtig gut. Muss so sagen, das Gebäude, guckt euch das mal an. Das ist halt super schmal. Hätte man eventuell noch ein bisschen weiter in die Tiefe bauen können. Aber es passt hier halt auch wirklich gut rein. Es ist ja auch gut in diesen Baum integriert. Oder ist das hier einfach so ein bisschen reingepastet? Weil man darf nicht vergessen, also das könnte auch ein Bauprojekt sein, was schon vielleicht vorher mal gemacht wurde. Also vielleicht wurde auch diese Kreatur schon mal vorher gebaut. Aber selbst wenn, also nichtsdestotrotz ist das ja wohl eine sehr, sehr, sehr gut gebaute Base. Und wieder wurde ja auch der Kreis gut aufgegriffen. Wir haben ja hier auch nochmal die Ebene, wo wir langlaufen können. Das ist all in all auch wieder eine super gute Bestellung und ich bekomme langsam ein gutes Gefühl bei dieser Folge. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin ganz felsenfest davon überzeugt, das ist nicht die 20-Euro-Bestellung, aber mit 1250 Euro. Weiß ich nicht. Was sagt ihr? War das die teuerste Bestellung? Oder erwartet sie uns eventuell hinter diesem Portal? Die vierte und letzte Bestellung für diese heutige Episode wird uns sich angeguckt in 3, 2, 1. Oh mein Gott. Ich sag euch mal eine Sache. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ja, wobei, das könnte jetzt auch gerade nach hinten losgehen. Weil wenn wir uns jetzt erstmal nur hier diese Wand angucken, das sieht schon ein bisschen mangelhaft aus. Aber ich sehe schon mal auf jeden Fall einen Pfeiler, der gut wieder hier gebaut ist. Mit Akazien, mit Anthite, mit Tuff. Wir drehen uns mal um. Gibt es hier was zu sehen? Dort hinten ist auf jeden Fall wieder das Dorf. Das ist auf jeden Fall die richtige Map. Jeder dieser vier Leute hat es geschafft, die richtige Map zu verwenden. Wir gucken uns das Ganze von vorne an. In 3, 2, 1. Boom! Oh mein, okay. Alter, ist das ein Brett. Alter, die sind heute alle richtig, richtig gut gebaut. Okay, das ist eine krasse Folge. Das wusste ich auch von vornherein. Ich habe niemals daran gezweifelt. Wieder richtig schöne Farbpalette. Grau. Okay, grau klingt erstmal nicht so schön, aber die grauen Blöcke, die gewählt wurden, super unterschiedlich. Wir haben Akazien, Tuff, das ist Cyan Terracotta, sieht auch super Cyan aus. Und wieder große Gebäude, das Loch ist mittlerweile richtig, richtig verwinkelt. Wir haben hier Statuen, wir haben das gute alte Nebelloch, der Klassiker. Immer wieder von mir in Craftec aufgegriffen und ich glaube, mit meinem Skin sehe ich da drauf richtig gut aus. Guckt mal. Boah, braucht ihr noch einen neuen Wallpaper? Moment. Sieht cool aus, oder? Ich liebe diese, oh, so eine natürlich, guckt euch mal an, wie gut diese Treppe, dieser Aufgang hier gebaut ist. Geschwungen, richtig in die Kurve gelegt. Das ist echt auch schwierig zu bauen. Kommt man dann hier in diese riesigen Gebäudekomplexe, kommt man hier auch irgendwie rein? Ist das ausgefüllt? Ja. Schöne Schale, leerer Kern oder so. Aber man läuft halt hier auch wieder lang und hat dabei ein Feeling, dass man sich halt wirklich in einem riesigen Bauprojekt einfach befindet. Nun muss man sagen, das Ganze ist nicht so ganz zugänglich. Ich weiß nicht so ganz, wo vorne und hinten ist, weil eine richtige Base ist das nicht. Das ist mehr oder weniger ein Bauwerk, das vollkommen auf Ästhetik abzielt. Bedeutet, wir haben, wenn man jetzt mal im Spectator guckt, alle Räume hier sind nicht ausgefüllt. Das ist mehr oder weniger halt wirklich mehr eine Schale, als dass wir hier im Inneren irgendwie groß was erkennen können. Aber nichtsdestotrotz ist das ja gut gebaut. Hier drüben finde ich das hier sehr, sehr schön. Das Dach ist richtig gut. Hier haben wir ein großes Stück, was rausgebrochen ist. Also die gesamte Struktur ist nicht mal so ganz intakt. Die großen Portale, hier könnte man auch nochmal eine Menge Potenzial für weitere Sachen, die man reinbauen möchte, noch einfügen. Man hat hier, sag ich mal, die große Hausfassade. Fassade, oder besser gesagt Gebäudefassade. Und wie auch bei allen anderen Buildings haben wir wieder einen Baum, der jetzt hier tatsächlich tot ist. Das ist Totholz, der ist halt nicht mehr so ganz intakt, aber schlängelt sich halt hier eben auch wieder durch das gesamte Building. Und generell haben wir halt hier einen etwas, naja, nicht so ganz lebendigen Vibe bei dieser Konstruktion im Loch. Aber gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Ich finde, dort an der Wand müsste man genauso wie dort auch das jetzt nicht einfach normal klassisch steinmäßig lassen. Das fände ich nochmal wichtig. Und das ist halt an sich nicht wirklich die Mega-Base, die wir, glaube ich, alle so vor Augen haben. Ein bisschen gemischte Gefühle, finde es aber sehr, sehr gut. Denn man merkt, dass hier jemand gebaut hat, der Ahnung hat vom Bauen. Aber ob mein Auftrag zu 100% so erfüllt wurde, ja, das müsst ihr bewerten. Was sagt ihr? War das eine der besseren Bestellungen oder würdet ihr das eher... das ist ein... Überzeugt euch nicht so ganz. Schreibt es in die Kommentare. Also ich kann so viel sagen. Wenn das Schild, das ich jetzt hier anbringe, wirklich der Wahrheit entspricht, und das war die 20-Euro-Bestellung, wow. Also, dann ist das die beste 20-Euro-Bestellung, die ich jemals gesehen habe. Man darf eigentlich nicht vergessen, 20 Euro ist auf Fiverr wirklich super, 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 super wenig. Denn, ey, am Ende, was kriegt die Person, die da gearbeitet hat? Also, kann man auf jeden Fall festhalten. Was wir jetzt machen werden, an allen Portalen, seht ihr, ist ein Holzbutton befestigt. Dieser Holzbutton wird uns ein Buch geben, welches revealed, was für einen Preis wir pro Bestellung am Ende wirklich hatten.
Und wir fangen an mit Nummer 1. Der Globus, die Erde. Am Ende muss ich sagen, eine der kreativsten Ideen, aber bautechnisch nicht unbedingt am besten umgesetzt. Deswegen rechne ich hier mit maximal wirklich 150 Euro. Wenn nicht sogar 20 Euro. Und ich habe es ein bisschen im Gefühl gehabt. Ja, ich werde heute wieder alle Preise falsch haben. Nein, aber 20 Euro dafür ist vollkommen in Ordnung. Wenn ihr euch daran erinnert, das war ja wirklich, also wir hatten da teilweise nicht so viele verschiedene Blöcke. Die Palette war ein bisschen durcheinander. Aber für eine 20 Euro Bestellung war das halt voll in Ordnung. Ernsthaft. Und ich sage euch ehrlich, jeder von euch wird das denken, was ich auch denke. Wenn das nicht die 1250 Euro Bestellung ist, dann wäre ich unzufrieden. Also dann wäre irgendwas ganz merkwürdig. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, das hier ist die 1250 Euro. Oh mein Gott, ich hab's wirklich richtig gemacht. Das fühlt sich sehr merkwürdig an, weil ich halt eigentlich sehr schlecht immer darin bin. Aber das ist wirklich die 300 Euro Bestellung. Und ich sage euch ehrlich, das könnte eventuell eine meiner Favoritenbestellungen auf All-Time sein. Preis-Leistungstechnisch. Digga, das war unfassbar nice. Das war so gut. Bro, also das war wirklich geil. Dann machen wir hier weiter. Wir haben noch 150 Euro und 1250 Euro. Bist du richtig? Du bist tatsächlich richtig. Ich habe nur Portal 1 und 4 verwechselt. Boah, ich sag euch ehrlich. Das hier ist die teuerste Bestellung, die ich jemals in Fiverr in einer Episode hatte. Zu Recht ist das jetzt eine persönliche Präferenz. Wir haben halt schon sehr, sehr, sehr krasse Sachen eigentlich aufgegriffen, wenn man darüber nachdenkt. Ja, man muss auch sagen, 1250 Euro für eine Minecraft-Map. Also da muss man auch wirklich noch sagen, wie sollst du das mit dieser Limitierung halt auch, wie sollst du das umsetzen? Das ist schon unfassbar gut gebaut. Am Ende ist das ja wirklich nur noch, ist das halt mein Stil? Ist das halt etwas, was mir gefällt? Bauqualität war ja wirklich auch gegeben. Und ich sage euch auch generell an die Leute, die jetzt sagen, hey, welche der vier Bestellungen wirst du jetzt in Craftatic umsetzen? Ich sage euch ehrlich, keine. Denn darum ging es nicht in diesem Video. Ich habe mein Bauprojekt, was ich machen möchte in Craftatic. Aber ich finde es immer sehr interessant, diesen Auftrag, die Möglichkeit, was man alles so machen könnte, an andere Leute, die halt richtig gut bauen können, das diesen Leuten zu stellen. Ich finde das immer super interessant, dann die Ergebnisse zu sehen. Es geht nicht wirklich darum, dass ich jetzt halt was machen möchte und meine gesamte Sache, die ich jetzt in Craftatic gebaut habe, abreiße und das jetzt neu baue. Das denken immer sehr viele Leute von euch. Aber das ging heute hier mal wieder darum, um zu sehen, was ist möglich, für so viel Geld zu bekommen. Hat sich das Ganze gelohnt? Habe ich mein Geld eventuell gut investiert? Was sagt ihr? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Lasst einen Like da, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Ich bin jeden Tag live auf Twitch und werde mit euch hoffentlich eine nice Zeit haben. Wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und ciao, ciao, ciao.